Herzlich willkommen zu diesem Video. Im Titel von diesem Video steht etwas von einem Praktiker. Nun, Sie ahnen schon, damit bin ich nicht gemeint, sondern ein Autor, der in seinem Buch praktische Erkenntnisse vermittelt. Konkret geht es um Wolfgang Robel. Geld verbrennen ist nicht strafbar, aber sinnlos. Das Buch ist mir empfohlen worden und ich finde es so nett, dass ich es Ihnen auch empfehlen möchte. Der Autor ist ein Praktiker, gelernter Maschinenschlosser und technischer Zeichner, zweiter Bildungsweg, Studium des Maschinenbaus an der RWTH Aachen und dann so den klassischen Weg eines Produktioners als Betriebsleiter, als Werkleiter und am Ende seines Berufslebens dann noch eine ganze Weile als beratender Ingenieur. Schwerpunkt Produktion, Schwerpunkt Ressourceneffizienz, Materialeffizienz, Verbesserungsprojekte und da den Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen. Also sagen wir ab der Größenordnung von ein paar 10 oder von 100 Mitarbeitern aufwärts. Wolfgang Robel ist nicht nur Praktiker. Er hat sich laut Literaturverzeichnis intensiv in Produktionssysteme eingelesen, in das Toyota-Produktionssystem insbesondere. Da finden sich in seinem Literaturverzeichnis durchaus auch Quellen, die nicht das ganz Normale sind, was jedermann eigentlich kennen sollte. Und er hat sich offensichtlich auch intensiv beschäftigt mit praktischer Psychologie, denn natürlich ist Produktion mehr als die Maschinen, die dort herumstehen. Und Verbesserungen in der Produktion setzen immer voraus, dass man mit den Menschen dort zusammenarbeitet. Und das ist mindestens so ein Erfolgsfaktor für Ressourcenoptimierung, wie die technischen Prozesse dort selbst sich anzuschauen oder wie die Organisation glatt. Manchmal ist das mit Videos so wie mit einem Zug, den man verpasst. Also bitte abonnieren Sie diesen Kanal, dann verpassen Sie nie mehr ein Video. In seinem Buch stellt er kluge Gedanken vor, nicht aber ein System, so wie es gerade Refer etwa versucht, wieder neu aufzubauen. Die Zusammenhänge werden in Texten, werden grafisch dargestellt. Ich blende hier mal eine Beispielzeichnung ein oder so könnte etwas aussehen. Die wichtigen Aspekte sind genannt und die Zusammenhänge sind dann häufig eben Zusammenhänge, die in der Praxis gelebt werden. Und bei denen es nicht genau ankommt, ob nun die Begriffe trennscharf sind, ob sie genau zusammenpassend definiert werden, sondern ob die Menschen, die jetzt mit diesem Hintergrund zusammenarbeiten, ob die verstehen, was gemeint ist und sich auf gemeinsames Handeln vor dem Hintergrund einigen können. Gewisse Grundgedanken ziehen sich durch das gesamte Buch. Relativ früh wird schon der Nutzen des Schreibens mit 10 Fingern an der PC-Tastatur vorgestellt. Natürlich, wenn ich nur sehr schnell ganz kurz etwas schreiben möchte, dann bin ich mit dem Zweifinger-Adlerauge-System schneller. Es kostet erst einmal Zeit, das Zehnfingerschreiben zu lernen, aber dann werde ich deutlich besser und ich kann einen deutlich höheren Level erreichen, als ich das erreichen könnte, wenn ich bei meinen zwei Fingern bleiben würde. Das ist ein schönes Bild für die Tatsache, dass verschiedene Verbesserungsprojekte zunächst einmal einen höheren Aufwand benötigen und dann zu deutlich besseren Ergebnissen führen, zu Ergebnissen, die so gut sind, wie sie mit der vorhandenen Vorgehensweise eben nicht erreicht werden könnten. Und so ein Grundgedanke wie die kontinuierliche Verbesserung oder auch wie die Bedeutung von Führung vor Ort, also der Meisterebene etwa, das durchzieht das Buch. Das sind, denke ich, tatsächlich Schlüsselkonzepte für Optimierung in der Produktion. Auf diesem YouTube-Kanal können Sie einen Bezug zum Ideenmanagement erwarten. Ja, so richtig explizit taucht das nicht auf. Es gibt eine Stelle auf Seite 149, schreibt er, das Machen, Tun ist dann die Königsdisziplin. Es gibt nicht Gutes, außer man tut es. Aber nicht nur einfach so machen, sondern im Sinne der Entscheidung mit hoher Effizienz, das heißt Wirksamkeit und Sparsamkeit. Damit das so passieren kann, werden in guten Projekten die Mitarbeiter für das Tun frühzeitig in die Planung und Entscheidung mit einbezogen. Das verbessert die Entscheidungsqualität ganz erheblich und erleichtert die Umsetzung ungemein.
Und in der Tat ist meine Definition von Ideenmanagement ja nicht etwa sowas wie die Summe von Vorschlagswesen und weiteren Dingen, sondern für mich ist Ideenmanagement alles, was den Gedanken der kontinuierlichen Verbesserung ernst nimmt und betont und was für diese kontinuierliche Verbesserung die Erfahrung und die Positionen und die Mitwirkung der Mitarbeiter einbezieht, die tatsächlich in den Prozessen arbeiten, also im klassischen Jargon eben der Arbeiter vor Ort. Und genau diesen Ansatz hat Wrobel hier auch. Zur äußeren Gestaltung des Buches schreibt der Autor: Inhalt und Form gehören zusammen wie Pflicht und Kühe. Doch was kommt zuerst? Besser ein guter Text mit unerheblichen formalen Nachlässigkeiten in Taschenbuchausgabe als formal perfekter Schund, ledergebunden in Dünndruck mit Goldrand. Deshalb kann Führung vor Ort nicht als Bambi-Veranstaltung entwickelt werden, das heißt beeindruckender Auftritt mit bescheidenem Inhalt. Ja, ja. Solche Sprüche gehören zum Leben in der Produktion. Die finden sich an verschiedenen Stellen in dem Buch. Aber ja, das Buch ist von dem Autor selbst herausgegeben worden. Die Gestaltung hat eine Werbeagentur übernommen und eine gute Werbeagentur ist nicht automatisch auch ein guter Buchgestalter. In dem Buch selbst wird ein Fallbeispiel beschrieben von einem Fahrzeugbauer. Und ansonsten gibt es einige Dankschreiben und Hinweise auf weitere Projekte, die in produzierenden, mittelgroßen Unternehmen durchgeführt wurden. Auszeichnungen des Wirtschaftsministeriums kommen dazu. Diese Dankschreiben dokumentieren dann eben auch den Erfolg des Autors als Berater. Das Buch ist normal über den Buchhandel erhältlich. Ich verlinke trotzdem auch die Homepage des Autors, über die dann das Buch auch bestellt werden kann. Im Titel von diesem Video habe ich das Wort Produktionssystem verwendet. Wenn Sie das interessiert, dazu habe ich noch ein eigenes Video gedreht. Das verlinke ich hier und freue mich, Sie dann beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin.